So. Ja, das ist geschafft. Komme ich jetzt direkt tagsüber, wie spät war es, 4 Uhr, komme ich nach Hause, esse ein bisschen was, mache mich auf den Weg in den Wald und es ist stockfinster. Und es lauern ganz andere Gefahren, mit denen ich nicht gerechnet habe. Zum Beispiel einen extrem matschigen Boden. Wow! Gefährlich tief liegende, rutschige Äste, über die man stolpern kann. Wenn man sie nicht sieht, aber auch wenn man sie sieht und Prezis drauf machen will. Mehrere niedrige Äste für Tarzan zum Schwingen. Eine fast unsichtbare Metallkette, die, wenn man es denn kann, als Slackline benutzt werden kann. Aber am gefährlichsten immer noch ist die Dunkelheit, die uns schon Anfang Dezember um 17 Uhr eine schwarze Stimmung beschert. Das war die Boberger Niederung am späten Nachmittag.